Automobildesign hat er damals schon die Freiheiten, besondere Akzente zu setzen. Mein Name ist Stefan Heiliger, ich bin der Designer dieses T1. Designer wollte ich eigentlich schon immer werden. Dann habe ich in Berlin ein Praktikum bei Daimler begonnen. Und da habe ich in den anderthalb Jahren alles gelernt, was man so braucht als Designer, um mit Technik umgehen zu können. Dieses Projekt begann als Zusammenarbeit und nach 4 Wochen wurden alle Entwürfe an die Wand gehängt, circa 40, 50 Stück. Und dann kam die große Stunde, Professor Dr. Scherenberg trat auf, drehte sich um, guckte sich die Wand an und ging dann auf diese eine Zeichnung zu und sagte, das verstehe ich. Die Grundidee zu diesem ganzen Projekt, weil das ja Schnelltransporter hieß, und was liegt da näher als bei Schnelligkeit diese Pfeilform irgendwie symbolisch zu realisieren. Dann kam ich also dazu, dass eine abschüssige Linie und eine aufsteigende Linie sich vorne vereinigen würden. Diese Absteppungen hier bilden auch wieder diese Pfeilform. Und beim Lenkrad spielt sich genau dasselbe ab. Auch da wird diese Pfeilform deutlich abgebildet. Die Post war der erste Kunde, dem dieses neue Produkt vorgeführt wurde. Das war quasi dann der Start ins Leben für dieses Produkt. Also das kann ich schon sagen, dass mich das mit Stolz erfüllt. So ein komplexes Produkt, was so lange gelaufen ist, ja, heute noch überall rumfährt, das ist immer wieder ein schönes Erleben.